Mahlzeit! Hallo, willkommen liebe Metalheads hier bei MK Rockt. Heute soll es mal um eine Konzert-Review gehen. Ich habe es getan, ich habe mir mal nach langer Zeit wieder mal die Toten Hosen gegönnt. Die Jungs sind ja jetzt nun auch, lass mich jetzt mal ganz kurz überlegen, seit über 35 Jahren auf Tour, auf den Bühnen Deutschlands und eigentlich ja sogar auch auf der Welt. Die sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs, ne? Dieses Jahr 2018, haben sie sich ja einen Lebenstraum erfüllt und waren in China unterwegs. Ich habe sie jetzt gesehen im Juni auf der Expo Plaza. Ich werde euch da jetzt einfach auch mal so ein paar Bilder zu mit jetzt zeigen, die ich da gemacht habe. Und ja, einfach mal erzählen, wie es mir so gefallen hat. Ja, man merkt schon, die Jungs sind lange im Geschäft und als es irgendwie so losging, kam irgendwie Campino dann irgendwie in einem netten, anständigen Hemd raus, wo ich so dachte, wird das jetzt so punkig, wie ich mir das wirklich erhoffe von den Toten Hosen? Vorweg, ja, wurde es. Man hat gemerkt, die spielen nicht einfach nur ein Programm runter, da auf der Expo Plaza. Die haben Spaß am Spiel. Die spielen nicht mehr der Kohle wegen, habe ich das Gefühl gehabt. Die ersten paar Minuten waren erstmal nicht explizit wirklich Musik spielen, sondern erstmal Publikum begrüßen. Und egal wer von den Jungs, gut, lassen wir jetzt mal Bomb aus dem Vor, der da hinten an seinem Trommeln sitzt. Die Jungs liefen erstmal hin und her und winken ins Publikum und begrüßen die Leute halt wirklich. Und man hat gemerkt, dass das wirklich von denen ehrlich kam und nicht irgendwie so reflektorisch ist wie bei manch anderen großen Ultra-Megastars, die da einfach nur irgendwie so ein bisschen ausdruckslos in die Menge winken. Kann man wirklich sagen, also das war schon mal so das erste Positive. Das nächste Positive war wirklich diese Atmosphäre auf diesem Konzert, die wirklich sehr, sehr positiv war, sehr wirklich auch auf Menschen ausgerichtet. Großes Thema so pro Asyl und solche Geschichten. Auch das Thema gegen rechts fand ich super toll, dass das wirklich auch vom Publikum so mit wiedergespiegelt wurde, dass sowas heutzutage keinen Platz mehr bei uns hat. Ja, zum Konzert selber. Es ging irgendwie recht früh los. Die meisten gehen ja jetzt so immer so gegen 9 los, die Konzerte. Naja, recht früh ist vielleicht übertrieben, aber es war so 9:15. Gespielt haben sie bis irgendwie doch so eine gute, aber weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Also wirklich so ein gutes, kleines Stück, kleines gutes Stück ist lustig, ne? Nach 11, um 12, da hätten sie ja die Sperrstunde hier in Hannover gesprengt. Gucken wir uns mal das Set an, was haben sie gespielt? Es war irgendwo schon eine gesunde Mischung zwischen so mittelalten Sachen, irgendwie so Richtung Opium fürs Volk, bis jetzt auch hin zu neuen Sachen, zum Beispiel jetzt so Ballast der Republik oder auch so ein bisschen was von Laune der Natur. Die richtig brutal geilen Sachen, die kamen erst so ab Mitte, Ende, dann in der Zugabe, wo dann so wirklich so Geschichten wie Opel Gang oder bis zum bitteren Ende dann wirklich kamen. Ja, das Set selber war ungefähr so nach 1,5 Stunden gespielt. Dann gab es halt dann die erste Zugabe, die dann auch richtig geil mit Opel Gang halt irgendwo eröffnete und endete dann halt natürlich mit dem üblichen Standardlied, nachdem eigentlich, glaube ich, auch wirklich Schluss gewesen wäre. Was wir Fans dann halt einfach gemacht haben und es war, glaube ich, auch nicht mal wirklich geplant. Ich weiß es nicht wirklich. Auf jeden Fall nach bis zum bitteren Ende sangen wir halt einfach weiter. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, was haben wir gesungen? Ich glaube nur Never Walk Alone irgendwie, glaube ich, gesungen. Und dann kamen die wirklich nochmal raus und haben dann wirklich nochmal You Never Walk Alone gespielt und da flog echt schon ganz schön die Kuh und ja, davor schon Verabschiedung halt gewesen und dann haben sie sich halt nach dem You Never Walk Alone nochmal verabschiedet und da war irgendwie schon ziemlich geil, weil diese Verabschiedung, die dauerte dann doch so ein bisschen länger als üblichen 2-3 Minuten, die gingen wirklich in jede Ecke, wo sie von der Bühne irgendwie erreichen konnten. Teilweise mit Shake Hands, sehr, sehr, sehr geil. Das hat also wirklich schon was hergemacht.
gucken wir uns nochmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen drumherum an. Es war vom Rahmenprogramm nicht wirklich mehr so ein typisches Punkkonzert. Man hat das auch so irgendwie am Publikum gesehen, ziemlich viele Leute dabei, die vielleicht früher mal so ein bisschen punkig waren, aber heute irgendwo so im oberen Drittel der Gehaltsklasse angesiedelt sind, die sich dann wirklich daran störten, wenn man dann irgendwie in alten Hosenshirt, Flecktarn und Ziegenbart dann halt ankam. Es waren aber auch wirklich noch so ein paar alte Altpunks wirklich mit dabei, die dann auch noch wirklich so ein bisschen punkig dann drauf sind. Rahmenprogramm, klar, große Video-LED-Leinwände, logisch, klar, ist heute ja irgendwo Standard. Naja, es gab halt dann irgendwie auch noch Feuerwerk und Luftschlangen. Was ich aber sehr geil fand, halt von diesen Getränken her, ist, dass es halt Fanbecher gab oder ja, Fanbecher gibt. 5 Stück gab es insgesamt, also da gab es zum einen diesen Hasta la Muerto Fanbecher. Dann gab es einen roten bis zum bitteren Ende Becher. Dann gab es eine Laune der Natur Becher. Einen schwarzen bis zum bitteren Ende Becher. Und der wirklich die meiste Kraft gekostet hat, ihn wirklich zu bekommen. Weil man muss das ja austrinken. Ich glaube, die waren 0,5. Der hier auf jeden Fall, der richtig dicke bis zum bitteren Ende Becher, das war ein Liter Becher. Der musste dann irgendwo von mir auch noch ausgetrunken werden. Gerade weil ich dann halt irgendwo noch zum Merchandising wollte und da irgendwie einen vollen Bierbecher stehen wollte. Dummerweise habe ich mir diesen nach dem Konzert geholt. Für alle, die sagen, MK hat sie jetzt die Becher geklaut. Nein, ich habe sie nicht geklaut. Ich habe nur vergessen, die zurückzubringen. Das mache ich beim nächsten Toten Hosen Konzert, weil ich will ja mein Pfand wieder haben. Ne? Gut, Gesamtfazit am Ende. Ein sehr gelungener Abend, hat wirklich Spaß gemacht. Und abschließend wirklich noch so das Positive. Das Ticket hat gerade mal ein bisschen was über 50 Euro gekostet, dafür, dass man irgendwie die Toten Hosen plus, ich weiß nicht, 2 oder 3 Support-Bands hatte. Das ging also musikalisch, glaube ich, von irgendwie kurz vor 6 bis kurz nach 11. Da kann man nicht meckern. Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich richtig, richtig gut und mega geil. Wer sie sehen möchte, die Toten Hosen, und auch sehen möchte, dass Campino sich vom hübschen Hemdchen dann wieder zum nackten Oberkörper entwickelt, was er ja wieder getan hat. Macht das. Es lohnt sich. Macht Spaß, auch wenn man vielleicht eher Spaß an den älteren Liedern hat. Da leidet man sich so ein bisschen wie ich durch die ganz neuen Sachen durch und dann ist aber auch gut. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen motiviert für die Toten Hosen, sie euch live anzugucken. Albummäßig bin ich persönlich ja so ein bisschen mehr bei den alten Alben, da wird es demnächst aber halt auch nochmal ein bisschen was Review-mäßig von mir geben. Deswegen abonniert diesen Kanal, gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben und was ich noch viel wichtiger finde, kommentiert den Krempel hier mal, dass ich von euch erfahre, wie ihr, falls ihr sie erlebt, schon live erlebt habt, die Toten Hosen erlebt habt. In dem Sinne, habt einen super geilen Sommer, grill schön, haut euch ordentlich Flüssigkeit in den Kopf, dass ihr das wirklich hier gut übersteht, diese Hitzewelle, die wir gerade haben, damit wir uns wiedersehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, stay heavy, euer MK.